Hallo und herzlich willkommen zu einer lustigen Runde Let's Play World of Warships mit meinem verehrten Mit-Let's-Player Leroy. Heyo, Leroy. Heyo, heyo. Die Leute kennen mich doch, oder? Ich hoffe schon. Würde mich wundern. Also, wer es nicht also mehr bitte, weiß, ich habe die mehr das ist der Scherzkeks, mit dem ich ein bisschen Warframe aufgenommen habe, um genau zu sein. Einmal. Erfolgen. Ja. Bei mir letztendlich warte. Auch. Endlich bin ich im Match. Faram, erklär den Leuten das Spiel, während ich versuche, mein Schiff erstmal zu starten. In diesem Spiel geht es darum, man hat ein Schiff, also ein Kriegsschiff. Und mit diesem Kriegsschiff muss man eben andere Kriegsschiffe wegklatschen. Wer es nicht weiß, das Spiel ist von... Wargames. Wargames, genau. Ist von Wargames. Haben auch World of Tanks und World of Planes gemacht. Ja. Daher müsste man sie kennen. Wer es nicht von World of Warships gehört hat, der müsste spätestens bei World of Tanks wissen, worum es geht bei den Spielen. Faram, komm rüber, links sind zwei Cruiser. Doch schon auf dem Weg. Das Ding hat 17,8 Knoten. Das ist jetzt nicht 17,8 so Knoten? Ja. Junge, ich ras mit 21. Ich habe jetzt schon 22 und ich bin nicht immer auf voller Geschwindigkeit. 18,2. 18,4. Das wird immer mehr. Ah, ich glaube, ich habe eine Chester in Sicht. Wer es nicht weiß, Leroy hat hier einen süßen Kreuzer. Ich habe ja auch nicht so lange gesuchtet direkt. Vorne. Ich habe auch nicht gesuchtet, ich habe einfach mal ein paar Koop-Spiele, also keine Koop-Spiele gemacht, sondern Random Deathmatches. Random heißt, ihr spielt gegen richtige Leute. Das, was wir hier gerade kurz machen, zum Einspielen, ist Koop, sprich wir spielen gegen Bots. Bam, in Brand gesteckt mit einem Treffer. Nice one. Oh, nice, ich hab Schlachtschiff, oh scheiße. Krieg direkt einer. Oh nee, ich hab Schlachtschiff. Wo denn? Da drüben, in der Mitte zwischen den Inseln, da ist das Schlachtschiff. Ich seh's. Ganz hinten. Kümmerst du dich drum? Ich hab kein Ziel. Also ich kann's nicht sehen. Ich hab's im Ziel. 5,4 Kilo. 5,3. Ja, das Ding ist leider von mir 9,4 entfernt und du bist 5 von mir entfernt. Und ich hab eine Geschwindigkeit von 18,6. Ich bin jetzt also nicht gerade der Schnellste hier. Oh nee. Auf jeden Fall habe ich schon ein Schlachtschiff. Light Damage. Eins der stärksten Schiffe. Dementsprechend brauche ich aber auch 30 Sekunden zum Nachladen meiner Kanonen. Während Leroy hier wahrscheinlich raushauen kann, wie er möchte. Ja, siehst du, ich darf jetzt 30 Sekunden warten. Aber das Gute ist, ich habe FPS-Einbrüche. Das ist ein kleines Problem bei dem Spiel. Es ist noch in der Beta. Ja, Open Beta, die ist nicht lange. Open Beta. Sprich, es hat noch kleine Bugs, wie zum Beispiel, ich hatte FPS-Einbrüche. Also die Lags sind immer noch real. Die Lags gehen eigentlich, um Spaß. Das Problem ist die FPS-Einbrüche. Ja, und sonst geht's eigentlich ganz klar. Oh, ich hab meine ersten zwei Hits. Bam, Alter. Ja, weißt du... Oh, da sind schon die Soundeinbrüche. Ich hab 15 Kanonen drauf, aber trotzdem trifft das Ding nichts. Aber das Krasse an dem Schlachtschiff ist, es hat einen Health Boost. Sprich, ich kann mich einfach nochmal hochheilen, wenn ich lustig bin. Das Teil hat einen Health Boost? Okay, ich wechsle jetzt auf meine AP-Munition. Ja, es hat einen Health Boost. Weil auf Leute, man kann AP. Auch zwischen... Auf meine Durchschläger-Munition. Ja, die PB. Die PB ist aus nächster aus der Nähe eigentlich ganz geil. Du hast die deutsche Version an, oder? Ja, ich hab die deutsche Version an. Ich hab die englische Version an. Ja, habt ihr das gesehen, wie viel ich mit einem Schlag mache? Das ist nicht feierlich. Ohne Spaß, das ist echt nicht feierlich. Hast du keine Chance. Ich hab gerade mal Half-Life abgezogen. Leider hat nur ein Schuss gefehlt, sonst hätte ich jetzt einen Kill. Aber gut, reicht, wenn ich ein bisschen supporte, würde ich behaupten wollen. Mhm. Du bist Supporter. Ich bin der tankiest Supporter überhaupt, Alter. So, warte. Über der Insel von dir. Ja, warte. Also, wem es nicht sagt, HE-Munition ist Explosionsmunition. Ich klatsche das Ding jetzt. Und panzerdurchsprechende Munition ist Ding. Halt. Okay, ich halte mich raus. Er ist schon tot, ist schon weggeklatscht. Wo ist das Schlachtschiff? Auf der anderen Seite vom Berg. Da hinten. Wie gesagt, diese FPS-Probleme machen es eigentlich unspielbar. Weil das könnte jetzt auch an der Aufnahme liegen, dass die so oft auftreten. Warte, markieren. Komm, hier. Warte noch ein paar Sekunden, dann kann ich auch mal wieder schießen. Es gibt 4 Kategorien von Schiffe. Kreuzer, Schlachtschiffe, Flugzeugträger und Zerstörer. Zerstörer haben Torpedos, wobei auch einige Kreuzer. Bei dir nur. Tenryu
bei den Japanern Torpedos abfeuern können. Ansonsten könntest du die Zerstörer. Was ich euch auch gleich nach diesem Wetter zeigen kann, weil es schon gleich vorbei. Diese Runde würde ich brauchen, 6 Minuten höchstens. Und ich kann Zerstörer zeigen, Leute. Ich habe nämlich den Samson Zerstörer. Ja, ich habe auch einen Zerstörer, aber den habe ich verkauft, weil macht keinen Sinn, hab für mich, mit einem Zerstörer zu spielen. Schau mal da hinten. Bist du schon im Angriff? Jetzt bin ich im Angriff. So, jetzt seht ihr Farams Einschlag auf dem Schlachtschiff rechts. Bam, Alter. Sehr schön. Seht euch diesen Lebenszug an, Digga. Der Damage ist real. Ja. Vor allem das Ding hat auch schön Health. 35.800. Habe ich überhaupt wohl. Und das Lustige ist, du kannst und die Schiffe auch updaten. Hast ja du es los, mal sehen. Lag ist immer noch real. 7 Sekunden, komm schon. Ich will dann, ich will den Final Hit. Den Final Hit. Den kriegst so, du jetzt am Ende sogar noch. 2, 1. Feuer. Ha! Final Hit! Final Hit! Du Schwein, Alter. Ich klaff an den Final Hit. Oh, danke, Leute, danke. 4 Destroys, 3 Anticipations, 52 Targets und 4 Set on Fire. Kein Destroy, aber ich habe die Dinger in Brand gesteckt, wie Sau. Aber okay, ich habe 22 Mal getroffen. Faram, und ich habe die alle deinen Kills geklaut. Ich habe 4 Kills. Ich will ja nicht sagen, ich habe nichts gekillt, aber bin der Zweite in unserem Team. Jo. Mal sehen, ne? 2400 noch bis zur St. Louis. Wechseln wir mal auf Samson. So, ich zeig jetzt mal kurz noch. Neue Stufe im Wehrpass. Ja, ich bin jetzt Level 5, Leo. Hä, da sieht man. Ich habe eigentlich früh angefangen. Ich habe diese Spielzeit. Und weißt du, was ich bekommen habe? Ich habe einen schönen Boost bekommen. Und zwar 750.000 Credits habe ich jetzt bekommen. Sprich, sobald ich jetzt die EP voll habe, kann ich mir schon die Miyoshi holen. Cool. Passt. Ja, bis dann habe ich auf jeden Fall das Geld. Das nächste Schlachtschiff. Sollen wir einen kurzen Cut reinmachen, während wir den Battle dann laden? Nein, weil ich wollte jetzt noch kurz was zeigen. Ihr habt jetzt hier Schiffs-EP. Hier steht auch die Stufe der Schiffe und so weiter. Schlachtschiff, Überlebensfähigkeit. Da die Trefferpunkte, Artillerie. Da könnt ihr unter anderem eure Bewaffnung sehen. Die auf eurem Schiff habt. Manövrierbarkeit, ja. Höchstgeschwindigkeit, Wendekreis, Radius. Und Ruderstellzeit. 17,5 Sekunden. Das dauert kein bisschen zu wenden, ehrlich. Und ab wann man das Ding sieht. Wie viele Sekunden? 17,5? 10,5. Scheiße, eine South Carolina hat 9. 10, und hier, 5. Jetzt zum Beispiel, ich habe 400 Schiffs-EP, sprich, wenn ich will, kann ich mir jetzt den Motor holen. Der kostet 400 Erfahrungspunkte und 40.000. Damit verbessern wir unsere Manövrierbarkeit um 6 Punkte. Aber das habe ich nicht vor, weil ich will mir zuerst die Hüllenpunkte holen, womit wir dann noch eine bessere Artillerie kaufen können. Sprich, wir machen noch mehr. Faram! Ja. Samson Ruderstellzeit 3,5 Sekunden. Na. Ja, du mich auch. Auf jeden Turning Fall Radius 520 Meter, 30 Knoten Geschwindigkeit. Hier der Forschungsbaum. In der Mitte die Kreuzer. Ganz rechts die Zerstörer. Und links Schlachtschiffe von den Kreuzern. Links von den Kreuzern die Schlachtschiffe. Und daneben die Flugzeugträger. Oh, ich will so gerne einen Flugzeugträger. Damit hast du den einfachsten. Alter, Faram, mit einem Flugzeugträger hast du den einfachsten Job. Du stehst einfach hinten und pupst Flugzeuge die ganze Zeit aus. Ja, wobei bei den heutigen Flaks hier auf den Dingern klatschst du die Flugzeuge innerhalb von ein paar Sekunden weg. Hier unter anderem ein Feuerwehrfahrer. Die Shikuma. Das ist nicht die Feuerwehr, das ist eine Lüge. Das ist ein Krankenwagen, würde ich behaupten wollen. Der Krankenwagen ist eine Lüge. Hier haben wir die Tenryu. Ich glaube, man kann hier an der Tenryu irgendwas verbessern? Durchaus. Wir können den Motor verbessern. Erforschen wir. 600. Das Ganze gekostet. 55.000. Haben. Jetzt können wir, wenn wir 7.000 Erfahrungen mit unserer Tenryu machen, sammeln, können wir uns den nächsten Kreuzer holen. Die Kuma. 7.000 Erfahrungspunkte und 760.000 brauchen wir dafür. Plus 9 Torpedos. Interessant. Faram. Ja? Ich will ja nicht drängen, aber mach mal ein bisschen hin. Es gibt Leute, die haben auch nicht so gutes Internet, dass sie so schnell hochladen. Okay, okay. Ich lade schon 15 Minuten in HD über 3 Stunden hoch. Das ist so. Gut, hier, ich bin bereit. Warte, nein, ich bin noch nicht bereit. Jetzt bin ich bereit. Ja, okay, ich cutte das in der Zeit, wo wir laden. Bis ja, ich im Match bin. Das Cutten, das liegt aber auch daran, dass er 10 Jahre zum Schauen braucht. Bis gleich. So, bei mir geht's jetzt aus dem Cut zurück.
Los geht's, Fahrer. Ja. Hau rein. Joel hat sich entschieden, mal wieder zu uns zu stoßen. Aber egal, ich habe jetzt meine Shikuma. Stoßen. Auch schon. Ja, schlag mal. So, Leute, jetzt seht euch einen Zerstörer in Real Life an. Also nicht Real Life. Ja, scheiß auf den Zerstörer, der kann nichts, der ist Geld. Boah, du mit deinem kleinen Pissschiff, was willst du? Ich schieß dir gleich. Pass auf. Was, Pissschiff? Pass auf, sonst hast du gleich ein Problem, also. Ey, wie viele Kanonen hast du? Hä? Vier. Vier plus vier Torpedorohre. Vier? Weiß ich, wie ich hab. Plus Smokescreen und plus Turbo Boost. Ich hab 8. Bam. Fahrer, ich bin jetzt schon auf 29,9 Knoten, also. Ja, okay, das kann auch daran liegen, dass ich auf 3 Viertel gestellt habe, anstatt auf Fullspeed zu gehen. 100%. Oh, komm. Das schaffe ich noch, Der muss mich durchlassen. Hinten ist das Schlachtschiff. Nee, du. Ah, scheiße! Das gibt einen Rahmen! Diese Bitch! Ich hab's auf Video, das ist ganz lustig gewesen. Junge, mein Schiff ist fast komplett gedreht worden gerade. So, wartet, den da hinten. Weiß ich, kann mit 5 Kanonen gleichzeitig feuern. Ja. Warte, ich hab gleich. Der Treffer. Nur ein Treffer, obwohl ich hab dreimal. Komm, ein Hit. Nee. Okay, Fahrer, ich mache jetzt mal eine 360er. So, jetzt, Leute. Trick aus dem alten Midway und Pacific Battle Station spielen. Motor langsamer machen, dann Maximalwende. So, Trick aus meiner PK-Zeit. Wir nehmen jetzt mal unsere Kanonen, zielen auf Leeroy und hauen ihm den Motor weg. Was? Ratti. Warte auf mich, dann könnten wir Smokescreen einsetzen, ne? Ich hoffe, man merkt diese FPS-Probleme nachher nicht so krass in der Aufnahme, weil die sind schon beim Zocken echt eklig. So werden sie, glaube ich, nur ekliger. Boah, doppelter Mist, Digga! Yo! Weißt du, keiner trifft mich. Hit. Keiner. So, warte, wo haben wir es da vorne? Und ich habe einen Hit kassiert. Double Hit. So. Hey, ich muss sagen, aber diese FPS-Probleme sind nur beim Zoom so pervers krass. Fuck, ich hab den Destroy nicht bekommen. Wieso? Okay, Leute, jetzt wechsle ich mal auf meine. Jetzt wechsle ich mal auf meine Torpedos. Und. Baller die in seitliche Linie. Jetzt verstecke ich mich im Smokescreen. Ich versuch's jedenfalls. Oh, das Ding macht auch minimal Schaden, muss man einfach mal sagen. Oh komm, Slack. Wie gesagt, die. Oh, jetzt! Echt ekelhaft. Wupp. So muss das. Ja, nice. Warum wurdest du destroyed? Nein. War doch noch hinter dir, du Spacken. Hast du den Destroy gesehen? Ich hab's Schlachtschiff erwischt. Du meinst, ob ich ihn hab weglecken sehen? Ja, ich hab ihn weglecken sehen. Faram, das war mein Kill. Ich weiß. Torpedo-Kill, Bitch. Weißt du, das Schlimme ist, sobald du in den Zoom gehst, fängst an zu laggen. Das ist bei mir. Bam. Bei mir auch. Immer wenn ihr das so ein Zeichen angezeigt bekommt. So, jetzt komm. Zum Beispiel gerade habt ihr irgendwas weggeklatscht. So wie der mir jetzt meinen Motor weggeklatscht hat. GZ, Alter. Und es brennt. Ich hab einfach das Overlack. So, ihr seht. Oh nein. Meine Minuten gehen runter. Sprich, ich habe jetzt mal R gedrückt zum Reparieren der Schäden. Und ich werde jetzt eh gleich wieder voll einen reinkriegen und dann die gleichen Probleme haben. Weil ich es noch nie geschafft habe. Hier kommt der Destroyer! Den Motor zu zerbersten. Hör ich mal zu, das habe ich noch nicht geschafft. Und bin ich ein bisschen weiter als Leeroy in dem Game. Hier kommt deine Cover. Meine was? Hier kommt die Cover für dich. Hier ist Cover im Sinne von Deckung oder ja, die Deckung. Im Sinne von Kavallerie? Beides. Cool. So, hier kommt die Kavallerie.
So, jetzt komm, klatschen wir das kleine Schiff weg. Ist das für mich. So, komm. Komm, komm, komm. Nein. Los. Jawohl. Ist dich, Junge. Wenigstens habe ich den Destroyer vom Schlachtschiff. Wenigstens das. Eine Course für 3 Treffer. Mal schauen, wie schlecht war ich. 154. Oh, eingesackt. Ne, 168. Ich bin sogar besser als du. Ja, Leute. Erste Episode, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Ja, aller Leute. Und ergötzen uns an diesen schönen Schiffen. Fabelhaften PS-Einbrüchen und meinem Schlachtschiff. Und wir trainieren noch ein bisschen weiter, bis ich ein Schlachtschiff habe. Vielleicht geht's dann weiter. Nein, es geht auf jeden Fall vorher weiter. Weil bevor ich mal ein Schlachtschiff habe. Yep, genau. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Folge.